Ja, ich möchte Sie alle und euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind, so zahlreich. Ich freue mich, weil ich sehe, dass der Herr am Werk ist in Ihrem Leben. Sonst wären Sie ja gar nicht hier und sonst wäre ich auch nicht hier. Das ist sehr, sehr schön. Das gibt auch mir Hoffnung. Ja, und ich werde jetzt gleich ein bisschen erzählen, was ich so vor ungefähr 25 Jahren erlebt habe, ein Nahtoderlebnis, das mein Leben von Grund auf verändert hat. Ein bisschen was von der Zeit davor und danach. Heiliger Geist, erleuchte uns, lenke und leite unser tiefstes inneres Denken, unser Wollen, unser Sinnen. Heile und befreie uns, hilf uns, unser Herz noch mehr zu öffnen für die Wahrheit, für dich, für dein Reichtum, den du uns schenken willst, an dem du uns in Zeit und Ewigkeit Anteil geben willst. Wir bitten dich, Heiliger Geist, vertreibe alle Dämonen, alle Geister, die nicht aus Christus sind, Heiliger Geist, durchdringe uns, erfülle uns, stärke uns, auch in den Dingen, wo du uns weiterführen willst, wo wir vielleicht festhängen, wo wir Angst haben vor Gott, falsche Ängste. Und wir bitten dich ganz besonders, Mutter Maria, du Braut des Heiligen Geistes, du Schlangenzertreterin, du Siegerin in allen Schlachten Gottes, bitte für uns und segne auch du uns mit deinem mütterlichen Segen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich beginne mal in meiner Kindheit. Zwei Begegnungen, die ich hatte im Alter von 4 Jahren. Die erste Begegnung war mit dem Gekreuzigten. Wir wohnten in der Nähe unserer Kirche. Ich bin am Rande des Ruhrgebiets aufgewachsen und wir haben immer viel um die Kirche rumgespielt. Und ich auch oft alleine, habe meine Streifzüge gemacht so. Und vor der Kirche am Vorplatz stand an der Seite ein großes Kreuz und einmal stand ich unter diesem Kreuz und musste dann hinaufschauen. Und dann habe ich plötzlich ganz deutlich gesehen, dass da nicht einfach eine Figur am Kreuz hängt, sondern dass wirklich jemand am Kreuz hängt, dass Christus wirklich am Kreuz hängt und dass er mich anschaut, dass er lebt, dass er gar nicht tot ist. Und das war ein ganz durchdringender Blick von ihm, eine ganz tiefe Liebe, die ich gespürt habe, eine ganz tiefe Sehnsucht von ihm zu mir, zu uns Menschen. Und ja, ich stand dort längere Zeit und ich konnte gar nichts sagen. Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen. Es war etwas ganz Persönliches. Ich habe das aber auch ganz schnell wieder vergessen und habe dann den Kreuzsockel dazu benutzt, um da Schnapsflaschen dran kaputt zu werfen. Und dann kam eine Flasche zurückgeflogen und hat mich dann genau in die Hand getroffen, mit der ich sie abgeschleudert habe. Ich denke, oder viele Jahre, ganz viel weiter, dass das ja auch ein schönes Zeichen ist. Dann eine andere Begegnung, die ich hatte, als ich nach Hause kam einmal und geschellt habe, da konnte mir nicht geöffnet werden. Meine Eltern hatten Besuch gerade und da ging es sehr lebhaft zu. Die haben diskutiert und ich habe dann auf die Schelle gedrückt und keiner hat mir aufgemacht. Und dann habe ich irgendwann eine Faust gemacht und gegen die Tür dann geschlagen.
Da waren so kleine Butzenscheibchen drin und dann flog einer raus in den Flur. Das haben sie dann gehört. Und ja, dann bin ich rein und naja, die Gesellschaft so der Erwachsenen, das war dann nicht so ganz mein Ding. Und ich bin dann auf mein Zimmer gegangen. Wir hatten ein größeres Haus, und war die Wohnung meiner Eltern und dann ging es 2 Stockwerke hoch bis unters Dach. Da hatte ich mein Zimmer. Ein Teil des Dachbodens war ausgebaut. Das war alles so ein bisschen angsterregend auch. Ja, und ich bin dann raufgegangen auf mein Zimmer und ich hatte so eine große Spielkiste. Und ich bin dann zu meiner Spielkiste gegangen und stehe davor und plötzlich saß ein Wolf in dieser Kiste. Ja, und das Ganze war ja, für mich halt sehr heftig. Ich habe mich auf den Absätzen umgedreht, bin runtergerannt in die Gesellschaft der Erwachsenen und habe gerufen, ein Wolf, in meinem Zimmer sitzt ein Wolf. Ja, und dann war natürlich ein großes Gelächter. Die Erwachsenen dachten dann rege Kinderfantasie und fand das dann ganz spannend. Mein Vater ist dann noch mit mir raufgegangen, um mir dann zu zeigen, dass kein Wolf da ist. Und dann wusste ich als 4-jähriger Knirps, ich habe etwas erlebt, das die anderen nicht erleben, etwas gesehen, was die nicht nachvollziehen können und womit ich mit niemandem drüber reden kann. Und das war eben wirklich dieses Bewusstsein, es gibt das personelle Böse. Ja, es gibt den Teufel, den gibt's. Und der kennt dich und der hat dich auch im Visier. Nicht nur Christus, sondern der auch. Ja, und dann ging mein Leben so weiter und ich sag mal, so ganz normal eigentlich groß geworden zu Hause. Wir waren Sonntagschristen und ja, mit der Kirche konnte ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. So dann gerade als Jugendlicher, das war für mich, also ich habe mich geekelt, in die Kirche zu gehen und habe mich immer so geschämt. Dann kam bei meinen Eltern ein bisschen mehr Glaube dann irgendwann und ein bisschen mehr und ernsthafteres Gebet, also oberflächliches Getue. Das schmeckte mir gar nicht und ich habe nur in der Kirche gesessen und gedacht, wie schrecklich und alles. Ich schäme mich ja vor all den anderen Menschen, dass meine Eltern hier knien und so Sachen alle. Und so Gedanken hatte ich nur und ich habe nicht einen Gedanken fassen können irgendwo an das, was da geschieht in der Kirche. Ja, so waren eigentlich meine Kirchgänge und dann kam eine Zeit bei mir dann, ich sag mal so, da war ich so 15, da ging es dann los mit Diskos. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Dann hatten die ersten von uns einen Führerschein, dann konnten wir raus aus dem Dorf ins nächste Städtchen und endlich in die Disco. Und am Anfang bin ich mit sehr gemischten Gefühlen in die Disco gegangen. Und mit der ganzen Musik auch und alles, da war ich sehr skeptisch. Für mich war das halt schon ein Wirken des Bösen. Weil das war ganz deutlich zu erkennen an vielen Zeichen auch. Ich sage jetzt mal, Plattencover habe ich mir sehr intensiv angeguckt und wo man wirklich Zeichen irgendwo gesehen hat, auch dämonische Zeichen. Und dann, was ich eben beobachtet habe, worüber ich auch sehr traurig war, so negative Veränderungen bei vielen, die mir auf dem Weg so voraus waren auch, dass sie irgendwo wirklich, ich sag jetzt mal, beseelt waren von einem Geist, der nicht gut war. Und viele rannten auch plötzlich nur noch in schwarzen Klamotten rum und so Sachen alle. Und irgendwo so ein Spiel mit dem Feuer, wo so durch die Blume auch so, das alles so kam, auch so mit dem personellen Bösen, mit dem Dämonen und so weiter, irgendwo zu spielen, zu liebäugeln, sich auf eine Art lustig drüber zu machen, aber irgendwo, dass man doch wusste, ich glaube, das konnte jeder eigentlich unterscheiden, dass es doch ernst zu nehmen ist und das Ganze kein Spiel ist.
Dann gab es auch mal eine spiritistische Sitzung, wo ich dann auch mitgemacht habe, auch total dagegen. Aber naja, gucken wir mal. Und ich war mir immer meiner Sache sehr sicher. Ich weiß, wo die Grenze ist, wie weit ich gehen kann. Ich weiß genau, das ist der Böse und der kriegt mich nicht. Und ja, so bin ich meinen Weg gegangen. Und ja, das Ganze wurde dann halt immer extremer. Also ich bin dann jedes Wochenende in die Disco gegangen, habe das alles irgendwo gerechtfertigt, das Gewissen überwunden. Ja, mir irgendwo auch gesagt, ich will jetzt leben und so schlimm ist ja das alles nicht. Ja, und das Ganze ging dann weiter und weiter. Ich habe nur noch Disco im Kopf gehabt, Party, Mädels, Autos. Mit 18 Jahren habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Ich wollte es am liebsten direkt, wo ich mit 16 oder was aus der Schule gekommen ist, dann haben meine Eltern gesagt, du machst erstmal eine Ausbildung, habe ich noch schnell eine Ausbildung und dann mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht mit Schickimicki-Zubehör für amerikanische Autos und ja, so Fahrzeugumbauten und je doller, desto besser. So und ja, dann bin ich nur noch auf Autoveranstaltungen und in Discos und ja, und am Montag sah es dann eigentlich bei mir immer so aus, dass ich neben einem Kater dann auch einfach riesengroße Enttäuschung hatte. Und das Ganze hat sich immer weiterentwickelt, dass es wirklich zu einer Frustration wurde, weil ich immer gemerkt habe, ich bleibe leer. Ja, ich bin nicht erfüllt, meine tiefste Sehnsucht wird nicht erfüllt. Ja, und dann habe ich noch mehr Gas gegeben, dann ging es wirklich so irgendwo, koste es, was es wolle, ja, wirklich schon zwanghaft, ja, weiter geprescht diesen Weg, die Schilder der Welt beachtet, die Suche nach dem Glück, noch tollere Autos, noch tollere Mädels und noch tollere Discos ausprobiert und dann kamen die Drogen dazu, ja, und immer weiter enttäuscht, enttäuscht von mir selber, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von den Mitmenschen, immer mehr Schuldige gesucht, immer mehr Groll und Hass im Herzen ist gewachsen. Ja, irgendwann habe ich die Fliege an der Wand gehasst. Dann kam eine Szene noch dazu, wo dann immer mehr Kontakte entstanden sind, so zum Beispiel, wo ein Autoclub, wo dann Altar als Logo dargestellt war, ein Altar mit Kerzen und Blumen geschmückt und anstelle des Allerheiligsten stand dann das Auto und erst habe ich dann so gedacht, die haben ja einen Knall, ne? Können die nicht normal bleiben? Ja, und irgendwann war ich dann aber selber da, dass ich wirklich so weit war, ein Auto anzubeten. Ich hätte das selber nie geglaubt. Ich habe ein Auto, da habe ich ganz, ganz lange dran gearbeitet, über viele Jahre, weil ich wollte einfach das schönste Auto, das Beste. Ich wollte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt haben. Und dann habe ich da dran rumgebaut und rumgebaut. Und das Ganze war wirklich ganze Geld reingesteckt, die Zeit reingesteckt, wirklich Herzblut, die ganze Aufmerksamkeit. Stundenlang und tagelang konnte ich vor dem Auto stehen und das anhimmeln. Diese Formen und Farben und irgendwann war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich bin da abhängig und das Ganze ist, da ist wirklich der Teufel im Spiel. Motorradclubs hatte ich mit zu tun, die hatten dann meistens irgendwo dämonische Bilder auch, dann habe ich auch erst gedacht, muss das sein. Irgendwann war ich dann selber so weit, Hells Angels und so weiter, Freundeskreis. Und viele andere so, die ganz, ganz extrem, also wo es nicht nur Auto und Motorrad war, sondern wirklich immer so etwas mit dem Teufel. Der war immer dabei, ne? Und gehörte einfach dazu. Das Ganze ging so spielend da rein. Ja, ja, und dann hab ich auch viel darüber nachgedacht und dann wirklich so gedacht, ja, Schicksal, kannst du nichts machen. So, und das Gute, dass du
eigentlich wolltest oder was wir Menschen, was ich auch bei anderen gesehen habe, oft einen guten Kern, wie man so sagt, wo ich gesehen habe, das Gute lässt sich in dieser Welt scheinbar nicht mehr realisieren und vielleicht soll alles so sein. Da gab es dann auch so Lieder, wo so drauf losgesungen wird, ne? Vielleicht soll alles so sein, Schicksal und kann man nichts machen. Und ja, ich reagiere dann, wie es gerade in der Rockmusik ist, mit Hass, mit Drogen oder vielleicht Lieder, die gesungen wurden, ich bringe mich einfach um, wenn es nicht klappt. Dann habe ich das auch erlebt. Viele meiner Freunde haben sich das Leben genommen und Menschen, die ich kannte, wirklich in Verzweiflung. Ja, man tat so cool, ja, und in Wirklichkeit ist man innerlich verzweifelt. Man hat keinen Halt gehabt, keinen Sinn, kein Ziel, keine Perspektiven. Ein Freund hat sich mit einer Schrottflinte vom Vater erschossen. Ein anderer hat seine Freundin umgebracht und dann sich selber. Ein nächster von Zug gesprungen, ein anderer eine Überdosis Drogen. Es kamen immer härtere Drogen dazu. Und das Ganze war ein Wahnsinn. Und irgendwann habe ich auch gedacht, also wenn das das Leben ist, ja, dann kannst du dir sofort einen Strick nehmen. Ja. Auch wenn du ganz alt werden solltest, ja, was hast du vom Leben, wenn mit dem Tod sowieso alles aus und vorbei ist? Wozu lebst du dann hier und mühst dich eigentlich ab? Dann kannst du dich sofort umbringen. Das konnte ich aber nicht, weil immer ganz tief in mir war der Glaube an Gott, der Glaube an Himmel und an Hölle. Das konnte mir keiner ausreden, auch der Teufel nicht. Und ich habe dann so gedacht, naja, wenn du dir das Leben nimmst, dann kommst du wahrscheinlich in die Hölle und von daher lass es dann doch mal und musst du halt ertragen hier. Ja, und dann bin ich so, damals hätte ich gesagt, vor mich hin vegetiert und täglich Drogen. Und ich konnte die ganze Realität konnte ich nicht mehr ertragen und immer mehr auch mit Lüge umgegangen. Dann kam eine große Pleite dazu, meine Firma, dann bin ich pleite gegangen. Ich konnte sowieso nicht mit Geld umgehen. Und dann hatte ich ein Auto gebaut für die Hamburger Presse, Hamburgs Pressezentrum, die ganze Klatsch- und Tratschpresse sitzt in Hamburg. Kamen dann zu mir und wollten dann ein Auto von mir als ein Hauptgewinn auf dem Hamburger Presseball, wo die High Society kommt und wo man dann Stories schreibt, ja, und Stars macht. Und das war dann für mich total gelegen. Da habe ich gedacht, oh, wie schön, das hat mir noch gefehlt. Ja. Und Miss Germany sollte dann zu mir kommen und mit meinem Auto fotografiert werden. Wie toll, ich habe mich so geehrt gefühlt. Und ja, dann fiel der Presseball aus wegen dem Golfkrieg 1992. Und ja, und dann kam die Hamburger Presse, der Schatzmeister der Hamburger Presse, Bankbürgschaft zurückgezogen und ich hatte dann einen riesen Schuldenberg. Dann wurde es immer krimineller. Meine eigenen Leute, die für mich gearbeitet haben, haben bei mir Einbrüche vorgetäuscht und haben mich beklaut. Ich habe auch geklaut, einer hat den anderen betrogen. Heute waren wir Freunde, morgen waren wir Feinde und so ging das alles hin und her. Ja, dann wurde ich so ein Überlebenskünstler. Ich musste dann die Fingerchen heben und sowas auch vor Gericht und die Bank und ganz viele Gläubiger, das wurden dann immer mehr, die von mir was gekriegt haben und ja, ich konnte die nicht bezahlen. Ja, und dann habe ich mir viele Dinge angewöhnt, die waren halt wirklich sehr extrem. Ich habe viele Leute betrogen, Sachen verkauft, die ich nie geliefert habe. Und dann mit Drogen rumgedealt und alles, was nicht nied- und nagelfest war. Eine Mutter mit ihrer Tochter hat für mich Vermessungsgeräte aus Russland geschmuggelt. War so eine Marktlücke in Deutschland. Und dann habe ich Versicherungen betrogen und überall alles, was irgendwie so gerade ging. Und, die Bank, ja, wie die Bank so ist, dann, wenn die Sonne scheint, reichen sie dir einen Schirm. Wenn es regnet, nehmen sie ihn dir wieder weg. Und ich habe es dann genauso gemacht, habe ich dann dem Bankchef gesagt, was ihr könnt, kann ich auch.
Ja, und dann hatte ich einen Deal mit dem, das haben wir dann unter vier Augen gemacht und so weiter. Wenn ich da heute dran denke, so, der tut mir noch so leid, ne, wirklich. Dann bin ich persönlich bei dem zu Hause vorbei und habe ihm noch auf die Füße getreten, dass ich noch Geld kriegte, weil ich dann noch ein anderes Autoprojekt im Kopf hatte. So. Ich wollte unbedingt eine Lamborghini-Karosse und den Wagen dann fertig machen. Und dann habe ich den so bedrängt und alles, dass der Bankdirektor mir dann das Geld dann persönlich gegeben hat und so. Und dann hatte ich die nächste Pleite. Und dann habe ich die Bank betrogen mit Autos, habe ich verpfändet, Fahrzeugbriefe, gefälschte Fahrzeugbriefe und so Sachen. Und ja, der Gerichtsvollzieher war mein bester Freund, der kam jeden Tag, hat mich irgendwann um 11, 12 Uhr mittags aus dem Bett geschmissen, auch du schon wieder. Aber der hatte so ein Mitleid mit mir, also wir konnten uns schon ganz gut. Und der hat mir auch viele Tricks und Kniffe verraten. Ja, und ich habe dann mich da so durchgewunden. Ja, und Haftbefehle und was nicht alles. Und ich selber war auch, ich war so ein Streiter. Ich habe so viel Kriege geführt. Ich weiß nicht, ich habe in 3, 4 Jahren habe ich über 100 Leute verklagt. Und Wahnsinn. Und es war wirklich ganz, ganz heftig. Dann ging es weiter, jeden Tag Fitnessstudio, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ja, wirklich alles total zwanghaft. Und dann fehlte mir noch eine Tätowierung. Ich wollte mich tätowieren lassen. Dann habe ich gesagt, dann werde ich ja vielleicht noch schöner. Und ja, man braucht ja immer wieder was Neues. Und ich kannte jemanden, den hatte ich mal irgendwann kennengelernt, vor einigen Jahren, aber nicht mehr gesehen. Da wusste ich, der tätowiert. Und dann war das so eine Sehnsucht, so, ach, jetzt wäre schön, wenn ich den irgendwo treffen könnte, ja, und dass der mir eine Tätowierung verpasst. So, und dann, wie der Zufall in Anführungszeichen das so will, ja, stand der plötzlich an der Straße, hat getrennt. Und ja, dann habe ich mich auf eine Tätowierung dann eingelassen. Und das war jemand, der mit Satan direkt zusammengearbeitet hat, ein Hochgrad-Satanist, der auch Botschaften aus der Hölle kriegt, der die schrecklichsten Bilder gemalt hat über die ganzen Zerstörungspläne der Hölle mit den Menschen und sowas alles. Und ich habe mir dann so gesagt, was der im Dunkeln macht, interessiert mich nicht. Ja, ich will einfach tätowiert sein. Und das Ganze ist dann unter so einem satanischen Spiel gelaufen. Ja, der hatte dann so geweihte Kerzen aus der Kirche. Die wurden dann aufgestellt und so Sachen alle. Ich habe mir das wohl angeguckt und dann, das lief alles so ganz nebenbei. Und dann habe ich mir gesagt, das interessiert mich alles nicht. Ja, ich will weder Gott noch Satan. Ja, ich will einfach leben. Ja, ich will diese ganze geistige Wirklichkeit, will ich einfach nicht. Ja. Da kann ich mir immer noch mal Gedanken drüber machen, wenn ich mal ganz alt bin oder so, dann kann ich mich kurz vor meinem Tod, könnte ich mich vielleicht noch bekehren, ja, und dass ich dann noch so gerade eben in den Himmel komme. Andersrum habe ich aber auch gedacht, naja, der liebe Gott, der Spielverderber, ja, und der ist ja ungerecht. Mittlerweile war es dann der böse Gott und der liebe Satan auch schon so ein bisschen, ja, also so ein völlig verschobenes Gottesbild, ja, weil ich ihn ja gar nicht kannte und auch nicht die Heilige Schrift gelesen habe. Und dann diese Lügen alle, gerade durch die Rockmusik und sowas, das hat dann immer mehr alles gewirkt. Und ja, guck dir die Welt an. Ja, und dann, seitdem ich dann diese Tätowierung hatte, das war, als wenn eine Tür aufgestoßen wurde. Eine Tür wirklich in diese Welt des Bösen, ja, in diese dämonische Welt. Also ich hatte schon viele Erfahrungen und Erlebnisse so am Rande, aber da war wirklich eine Tür, ein Tor aufgestoßen in diese dämonische Welt. Seit dieser Zeit habe ich dann immer in der Nacht Besuch gekriegt von 2 Dämonen, die habe ich gesehen, die haben mich gequält und das war eine Wirklichkeit, wo ich auch wusste, das kannst du niemandem erzählen und vor allen Dingen, da kommst du nie mehr raus. Ja, da hängst du drin, ja, und da kommst du nicht raus. Ich kannte Jesus Christus nicht, ja klar, Jesus, ja, den gab's und Gott und
Aber wo ist Gott? Ja, in 100 Galaxien Entfernung vielleicht, und er hat uns vergessen. Und ja, so Dinge habe ich mir dann zurecht gedacht, jetzt mal so. Und ich habe dann ich bin immer mehr in eine Gesellschaft gekommen, das wurde immer finsterer. Ja, dann plötzlich Leute, die viel mit Okkultismus zu tun hatten, und dann diesen Satanisten bin ich nicht mehr losgeworden. Wir haben uns angefreundet. Ich habe mir immer noch so gesagt, was der nachts macht oder sonst wie, interessiert mich nicht. Ja, ich habe aber sonst keinen und ist ja sonst nichts los. Ich habe mich aber auch gefragt, was macht der in deinem Leben? Also ich habe schon irgendwo verstanden, das Ganze ist kein Zufall. Ja? Dass mir war so klar, der Teufel hat dich im Visier, ja, der hat einen Plan mit dir, der will was von dir und der schickt den. Ja? Und derjenige weiß mehr von mir selber, als ich von mir weiß. Ja, das war mir irgendwo klar. Ja? Aber ich bin nicht dahinter gekommen und ich bin da auch nicht mehr von losgekommen. Ich wollte raus und habe es nicht mehr geschafft. Und dann habe ich auch so vielen Menschen bin ich begegnet, wirklich auch die Mitläufer waren, die irgendwie reinkamen in diese ganze Szene und die einfach den Weg daraus nicht mehr gefunden haben. So die Verletzungen, so die man gerade aus der Kindheit hat, die da mitgewirkt haben, die wie eine Tür auch für das Böse gewirkt haben. Dann habe ich auch miterlebt, wie viele Menschen irgendwo missbraucht werden, irgendwo so ganz nebenbei, was keiner fast mitkriegt, und wo ganz gezielt Menschen verletzt werden, um Türen aufzustoßen, wirklich für das Böse. Ja? Wo es wirklich Helfer gibt des Bösen, die ganz bewusst dafür arbeiten und Menschen etwas antun, damit wirklich der Böse die noch mehr zerstören kann. Und dann dieser mein Freund in Anführungszeichen, so, dann habe ich auch dann diese ganzen Bilder, was der gemalt hat und was der tätowiert hat, so grausame Sachen alle, das darf ich gar nicht erzählen. Und dann wirklich, wie es um jeden Einzelnen geht, ja, wie der Teufel wirklich einzelne Menschen in sein Netz holt, ja, und verdirbt, ja, und irgendwo eben zerstören will und beherrschen will und am liebsten eben zu seinen Werkzeugen macht. Ein Bild war dabei, da ist ganz viel dann bei mir passiert. Und zwar, hatte er gemalt, also wie Christen, wie gutgläubige Christen einem Engel hinterherlaufen, und dieser Engel, der die Leute hinter sich hergewunken hat, der hatte dann unten den Ochsenfuß und der Teufelsschwanz guckte raus, also der Dämon im Engelsgewand, der diese Christen verführt. Und das Bild, wo ich das gesehen habe, da war ich nicht mit einverstanden. Ja? Da ist etwas in mir passiert und ich glaube eben heute, dass Jesus mir das ins Herz gegeben hat, ja, irgendwo auch ein Ruf und eine Berufung. Ich habe ihn irgendwo ganz tief da drin gespürt auch, dass er da ist, ja, in diesem ganzen Dämonischen, ja, und plötzlich wirklich, du bist ganz tief da unten und plötzlich irgendwo mitten da drin, ich glaube, was der Teufel selber nicht ahnt, ist eben doch der Erlöser, ja, und hat mir dieses Geschenk gemacht auch, ne, dass ich wirklich eigentlich da war, wo ich früher mal war, ja, dass ich wirklich gesagt habe, ich entscheide mich gegen das Böse und ich möchte diesen Menschen und auch den Christen, die versucht werden zu verführen, helfen. Ja? Gut, das war nicht spektakulär. Ja, das ist halt, der Herr macht das auf seine Art ganz, ich sage jetzt mal, fast nebenbei, was ich auch selber dann erstmal wieder vergessen habe. Ja, und dann kam der Tag, dann war ich auf einer Party und irgendwie, es war nichts los und wie gesagt, es war alles nur noch das eine Ohnmacht für mich. Dann bin ich nach Hause gekommen, ich habe alleine gelebt und weil es mit mir auch keiner ausgehalten hat, ich hatte mehrere Freundinnen mal und also nichts hat geklappt und dann bin ich heimgekommen und habe mich dann schlafen gelegt. Und dann ist Folgendes passiert,
dann ist dieser, in Anführungszeichen, Freund, den ich hatte, der ist plötzlich zu mir gekommen in der Nacht und ich wusste, dass der gestorben ist. Es war einfach ein Wissen, der ist jetzt gestorben, ja, und kommt jetzt zu mir. Und das war so schrecklich, weil er war wirklich noch schrecklicher, wie ich ihn als Mensch kennengelernt habe, wirklich wie vollendet im Bösen, wirklich als Teufel. Und er hat sich auf mich gestürzt. Ja, das, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich bin aus meinem Körper raus. Ich konnte mich nicht in meinem Körper halten. Und wir sind beide zusammen in die Hölle gekommen. Ja, und heute, das ist jetzt also, dieses Jahr werden es 25 Jahre, wo das Ganze gewesen ist. Ich habe das zu meiner Lebensaufgabe gemacht, das zu bezeugen. Und ich habe eben eine große Verantwortung auch, dass ich wieder oder noch lebe. Und was ich dann da gesehen habe, das war vor allen Dingen, was mir gezeigt wurde, war der Platz, den ich selber mir mit meinem verkehrten Leben bereitet habe. Ja, es gab das Ziel, ja, für mein böses Tun, ja, Gott nicht anzunehmen, mich ständig zu widersetzen und einfach so viel Böses, das ich getan habe. Und ich habe mir wirklich einen Platz in der Hölle damit bereitet. Und ich hatte eine Stimme rechts an meiner Seite. Heute bin ich der Überzeugung, dass es mein Schutzengel war. Und der hat dann zu mir gesagt, dass die Getauften in der Hölle viel mehr leiden als die anderen. Das habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe mir auch bis zu dem Tag niemals Gedanken gemacht, dass ich getauft bin. Ja, Taufe, ja, bist mal getauft worden, was willst du damit? Und dann hatte ich eine Gegenüberstellung mit Luzifer. Das kann man mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben, weil sowas auf dieser Erde gar nicht gibt. Das war eben wirklich, das war so heftig. Und vor allen Dingen, das, was ich dazu sagen möchte, ist eine ungeheure Intelligenz. Ja, wirklich, wo man sagen muss, das habe ich eben gesehen vor mir, eine so große Intelligenz, die letztendlich der Intelligenz der ganzen Menschheit zusammen überlegen ist. Ja. Also wirklich eine ungeheure böse Macht, und die wirklich auch alles Böse, all die Kriege im Kleinen und im Großen auf Erden anzettelt, das wird alles, das plant wirklich einer, ja, und stachelt die Menschen auf. Dabei belasse ich das da unten einfach mal. Ich habe mich dann wiedergefunden in meinem Körper. Wie lange das Ganze gedauert hat, weiß ich nicht. Ja, ich bin auf einmal wieder da gewesen. Aber ich war wie traumatisiert, es war so grausam, es war so schrecklich. Und ich habe auch erst mal von morgens konnte ich ein bisschen die Augen öffnen und bis dass ich mich bewegen konnte, das hat dann bis in die nächste Nacht hinein gedauert, dass ich erst mal aufstehen konnte und dann langsam beigekommen bin. So schrecklich war das alles. Ich konnte auch die ersten Jahre da gar nicht drüber sprechen. Heute kann ich das. Ich war einfach nur geschockt, ja. Und ich wusste noch gar nicht, welche Gnade mir eigentlich zuteil wird. Und ich habe dann auch gedacht, ich bin verloren. Ja, ich werde am Ende meines Lebens komme ich dahin. Und dann irgendwo war aber so ein kleiner Funken, winzig kleiner Funken Hoffnung in mir, dass es irgendwie doch noch für mich Rettung gibt. Ja, dass ich irgendwie doch noch in den Himmel kommen kann. Ja, ich habe dann irgendwie wirklich, in mir war auch genau wie Jesus im Evangelium sagt, ja, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber am Ende ja, verloren gehst, ne, was nutzt es dir? Und das war alles in mir so, meine Lebensuhr hat stehen geblieben. Und ja, ich konnte wirklich auch, ich hatte nichts mehr im Sinn, was ich vorher im Sinn hatte. Ja, irgendwie, wo ich mir gesagt habe, also wirklich, wenn ich auch ganz alt werde, wenn ich alle Schätze dieses Lebens irgendwie gewinne, aber am Ende da lande, was habe ich von all dem? Ne? Ja, und dann eben winzig kleiner Funke Hoffnung. Und vor allen Dingen diese Hoffnung war für mich Maria.
Also ich habe vorher auf meinem Weg auch, ich habe irgendwo die Nähe Mariens habe ich schon gespürt. Ich habe zum Beispiel meine Ikone gesehen, wo ich unwahrscheinlich angerührt war und dann auch, wo das mit der Tätowierung war, hatte ich auch ein Erlebnis, wo ich auch die Mutter Gottes gesehen habe und die mich auch gewarnt hat vor diesem Weg, mir das wirklich eingegeben hat und ich habe das dann aber irgendwo nicht gekonnt. Ja, und ich habe auch gesagt, gut, ich spüre eine gewaltige Liebe von ihr und ja, aber ich kann nicht, ne? Weil ja, die anderen, was ist mit den anderen? Wenn die anderen sich bekehren, dann tue ich es vielleicht auch. Dann habe ich mich wirklich nach diesem grausamen Erlebnis, ich habe mich an Maria geklammert. Ja, ich habe dann wirklich einen Rosenkranz rausgesucht, den meine Großmutter mir früher mal aus Lourdes mitgebracht hat und mich da hingesetzt irgendwie, ich wusste nicht, wie ich den bete, aber irgendwie angefangen und zur Mutter Gottes geschrien, dass sie mich da rausholen soll. Ich wusste nicht wie. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ja, gibt es einen Weg, gibt es eine Möglichkeit? Auf jeden Fall, ich will. Ne? Ich will da jetzt wirklich ernsthaft raus. Und ich hatte dann in meiner Not hatte ich etwas mitbekommen, dass in Italien gab es einen Bischof, der hat so Aufsehen erregt mit Heilungsgottesdiensten und Exorzismen, dass er Teufel austreibt und da habe ich gesagt, da muss ich hin. Ja, das war für mich klar. Und ich habe mir auch selber gesagt, wenn ich mich hier einem Priester anvertraue, ja, die schicken mich wahrscheinlich zum Arzt, ja, weil sie keinen Glauben mehr haben. Ja, und ich bin dann in meiner Not, bin ich dann nach Italien gereist. Gott hat diesen Weg gelenkt, die Mutter Gottes hat das alles eingefädelt. Dann war mein Glück auch, in Italien habe ich dann einen Schweizer Priester getroffen und der hat mir die Beichte abgenommen. Ich wusste einfach, Beichte, ja, du musst deine Sünden beichten. Ne? Und dann bin ich dann erst einmal beichten gegangen, habe geschnattert wie Espenlaub und ja, habe gedacht, entweder fällt er sofort tot um oder der ruft die Polizei oder sowas. Aber der ist ganz ruhig geblieben. Das war dann auch eine schöne Erfahrung. Ja, und dann habe ich also auch meine erste heilige Messe mitgefeiert oder erste Mal im Leben mit Glaube, mit einer Öffnung für das, was da geschieht. Ja, ich wusste gar nicht, was die heilige Messe ist, aber ich habe mich halt geöffnet und gesucht, ja, wirklich Jesus gesucht. Und ich habe dann auch viele schöne Erlebnisse mit ihm haben dürfen, mit dem eucharistischen Herrn und gerade auch mit dem Heiligen Geist, wo ich zum Beispiel wirklich gespürt habe, ich habe mich dann auf den Boden gekniet. Erst war noch so ein bisschen menschenscheu da, ich sah ziemlich wild aus, ich war mit einer Pilgergruppe da, ich hatte früher lange Haare und einen ganz tödlichen Blick und dann eine Lederkutte und was nicht alles und klar, viele Leute haben mich da ein bisschen schief angeguckt und dann habe ich mir dann selber auch gesagt, jetzt sei vernünftig und mach dir keine Gedanken, was andere über dich denken, ja, sondern bete jetzt, du bist hier. Das ist die Chance deines Lebens und ich habe mich auf den Boden gekniet auch und ich habe wirklich zu Gott geschrien, ja, habe wirklich den Heiligen Geist gerufen und ich habe ihm auch gesagt, ich stehe nicht eher auf, bis dass du mir hilfst, ja. Und er hat mir geholfen und ich habe eine wunderbare Erfahrung dann machen dürfen mit dem Heiligen Geist, wirklich auch, das ist auch eine Sache des Gefühls gewesen, klar, glaube ich, ist keine Gefühlssache, aber das gibt es auch. Und wo ich wirklich erlebt habe, wie der Heilige Geist wirklich als Wind auf mich herabkam und und wirklich durch mich durchgefegt ist, ne, und also wirklich wie an Pfingsten, ja, und das kann man auch nicht mit menschlichen Worten erklären, wo ich wirklich gesehen habe, ich bin ein Tempel, ja, und ich bin Tempel des Heiligen Geistes, habe ich dann wirklich erlebt, ja, und jetzt kann der Heilige Geist endlich einziehen. Vorher war ich Tempel der Dämonen. Ich hatte auch mal in den Spiegel geguckt, habe einen Teufel in mir gesehen, Angst gekriegt vor mir selber. Das waren schon alles heftige Sachen. So, und jetzt kommt der Heilige Geist. Ja, und wirklich gute Erfahrungen gemacht. Aber dann habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Ja, fürchterliche dämonische Angriffe, wirklich bei Tag und Nacht.
ja, geistige Attacken, ja. Das war wirklich so heftig, dass ich wirklich oft dachte, ich schaffe das nicht. Ja, so heftig war das. Und für mich gab es zwei Dinge, da habe ich mich dran geklammert. Das eine war einfach das erste Gebot, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja? Und vor allen Dingen eben mit all deinen Gedanken. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und mir gesagt, fang an, Gott zu lieben, ja, immer an Gott zu denken, ja, und da habe ich ständig, ja, wirklich und bei Tag und Nacht, ich hatte schlaflose Nächte, lange Zeit und alles, ja, und wirklich dann habe ich angefangen, immer an Gott zu denken, Gott zu suchen und zu vertrauen, auch bei all dem, was mit mir jetzt noch passiert, dass Gott da ist. Und ich habe die besondere Nähe der Mutter Gottes immer gespürt, ja, und sie hat mir auch verschiedene Dinge darüber mitgeteilt, ganz deutlich, da habe ich mich dran gehalten, das war ganz einfach, ganz einfache Dinge, ganz einfach, ja. Und vor allen Dingen auch ein Rosenkranzversprechen, was mir dann sehr geholfen hat, und zwar, wo sie sagt, das hat sie mal irgendeiner Frau gesagt, schenke mir jeden Tag einen Rosenkranz für die Bekehrung der Sünder, dann kümmere ich mich um alle deine Angelegenheiten. Und dann bin ich wirklich, jeden Tag habe ich den Rosenkranz in die Hände genommen und habe wirklich dann erstmal einen Glaubensakt gemacht und wirklich gesagt, ich schenke dir den Rosenkranz, ja, und dann wirst du dich um alle meine Angelegenheiten kümmern, ja, weil mir kann keiner helfen, keiner, kein Anwalt der Welt, ja, und ich selber kann mir auch nicht helfen. Und dann habe ich wirklich jeden Tag in dieser Intention wirklich mich bemüht, mit dem Herzen den Rosenkranz zu beten, mit Vertrauen, dass die Mutter Gottes was macht. Und dann hat sie auch gemacht, und zwar indem ich dann auch gesehen habe, du selber musst jetzt aufstehen und du musst auch was tun. Ja, natürlich, das erledigt sich nicht von selber, der liebe Gott wird es schon machen, ne, kann man gut reden, sondern wo die Mutter Gottes mir dann ins Herz gegeben hat, so, jetzt steh auf und fang an, ja. Und ich habe mir dann meine alte Wohnung habe ich erstmal aufgegeben und alles. Ich bin auch nicht mehr nach Hause gekommen. Ich bin damals bei einem Priester untergekommen in meiner Not und ich wusste, ich darf nicht zurück in meine Wohnung, weil dann habe ich verloren, da kommen die falschen Leute wieder. Ich bin zu schwach, die überrempeln mich. Das schaffe ich nicht. Und ich habe dann meine Familie angerufen, Eltern, Geschwister und so, habe gesagt, bestellt einen großen Müllcontainer und bitte räumt meine Wohnung aus, schmeißt alles weg. Ja, diese indischen Buddhas, die da stehen, der Magier, der da hängt, die ganzen geklauten Sachen. Ich hatte nur geklaute Sachen in der Wohnung, ja, und jetzt das Gewissen und dann, ja, und das ganze Zeug, so viel Diebesgut und so, ne, und es war, und alles war verseucht, was da alles gelaufen ist an schlimmen Partys und so, und ich habe gesagt, bitte alles weg, ja, alles, schmeißt alles weg, versprecht mir das. Und ich dann eben mit der Mutter Gottes. Und dann hat sie mich aber aufgepäppelt sozusagen, halt noch fürchterliche Kämpfe. Aber sie hat mir auch wirklich dann zu verstehen gegeben, das ist eine Folge meines verkehrt geführten Lebens, die Sünde, ja, und das Böse im Leben hat Folgen. Ja, und auch wenn Gott mir vergeben hat, und ich glaube, die Erfahrung haben viele von uns, ja, es gibt trotzdem auch Folgen und das habe ich dann auch gesehen und wirklich auch verstanden, dass Gott mir das lässt, dass das eine Läuterung für mich ist. Ja, Gott musste mich wirklich hart rannehmen, dass ich ihn wirklich ernst nehme, ja, und wirklich diesen neuen Weg annehme und ganz bewusst gehe. Dann bin ich weitergegangen halt mit der Mutter Gottes und dann habe ich mir erstmal eine Arbeit gesucht, auch in der Altenpflege und mit psychisch kranken Menschen, weil ich gesagt habe, ich will dienen, ich will dem Leben dienen und ich will wirklich auch kranken Menschen helfen. Habe dann auch selber angefangen, Pilgerfahrten zu leiten, jeden Monat nach Italien, auch zu Heilungsgottesdiensten und so Sachen und zu einer Heilquelle der Mutter Gottes und sowas. Und ich habe wirklich gesehen, dass vor allen Dingen meine Heilung auch daran liegt, wenn ich mich um andere kümmere, ja,
kümmere dich um andere, ja, und dann Gott kümmert sich um dich, ja, um deine Anliegen, die Mutter Gottes kümmert sich um dich. Ja, und dann bin ich auch an meine ganzen Gläubiger dann herangetreten. Gott sei Dank hatte ich dann einen Anwalt, der hat dann mein Gehalt gekriegt. Ja, sonst hätte man mir alles weggefändet. Und der hat mir das dann immer Cash ausgezahlt. Und dann bin ich an alle Gläubiger, die ich hatte, das waren 50, 60, 70 noch, die von mir Geld kriegten. Und ich bin dann wirklich der Reihe nach an jeden Einzelnen herangetreten. Und das waren schon Berge, ja, auch mit den ganzen Gerichtskosten, Anwaltskosten, Zinsen und, oh ja, das war also sechsstellige Summen. Und dann bin ich an jeden wirklich rangetreten und habe gesagt, jetzt haben Sie die Gelegenheit, was zu kriegen, ja. Und die hatten ja schon die Erfahrung bei mir, viele Jahre nichts zu kriegen. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit und wie die Zukunft aussieht, wissen die auch nicht. Und ich habe einfach verhandelt, ja, wirklich ganz offen und ehrlich. Hab gesagt, was wollen Sie haben? Hab dann jeden wirklich nach den anderen dann bezahlen können. Der letzte war dann noch die Bank. Die hat dann erst einen Aufstand veranstaltet so und hat gesagt, der Verbrecher. Und haben gesagt, nicht, wir wollen den letzten Pfennig von dem haben. Ne? Und der kriegt gar nichts erlassen. Ne? Und wir kommen mit neuen Haftbefehlen und was nicht alles. Und der hat uns so betrogen. Und plötzlich hat mein Anwalt dann noch einen Fehler bei der Bank gefunden. Die hat sich dann auch um fünfstellige Beträge noch verrechnet zu ihren Gunsten. Das war dann natürlich eine schöne Blamage für die Bank. Aber ich denke, das hat Gott auch so gemacht. Ja, und dann konnte ich wieder nur weiter beten. Ja, und plötzlich dann zwei Wochen, ich habe jeden Tag weiter gebetet, habe gesagt, Mutter Gottes, du musst was machen und du wirst was machen. Ich traue dir das zu. Wer soll mir sonst helfen? Ja, und plötzlich rief da mein Anwalt an und hat gesagt, Wunder ist geschehen. Die Bank hat angerufen, ne, wenn du innerhalb von zwei Wochen 20% zahlst, dann bist du raus. Ne. Ja, und das habe ich dann auch schaffen können. Und das ist einfach schön, ja, wenn man dann wirklich seine Probleme anfasst, ja, und eben nicht mehr zudeckt und ignoriert. Und wenn man wirklich ehrlich wird, ein ganz besonders schönes Erlebnis dann auch, was ich euch kurz dazu erzählen möchte. Ja, dann bin ich, wo ich wieder in meine alte Heimat kam, auch hier ins Münsterland. Dann hatten meine Eltern dann ein paar Sachen von mir, was sie bei meiner Wohnungsentrümpelung dann an die Seite gestellt haben. Und ich habe gesagt, ach du Schreck, ne, wieso, wie konntet ihr die Sachen aufheben? Ja, und da war dann unter anderem ein Ofen dabei, so ein schöner alter Gussofen, so ganz toll verziert und den ich mal wieder restauriert habe. Ja, und dieser Ofen, der hat mir dann wirklich Probleme bereitet, weil der war geklaut. Und dann habe ich den so angeguckt und dann habe ich gedacht, na ja, du hast das ja gebeichtet, ne? Und ja, das war früher. Ja, den kannst du vielleicht nochmal gebrauchen. Dann bin ich noch im Baumarkt gegangen, habe sogar ein Ofenrohr dafür gekauft. Ja, ja klar. Und dann der Ofen wieder. Dann, also das Gewissen hat gearbeitet. Da ist was nicht in Ordnung. Ja, dann habe ich einen Freund angerufen aus Oberstdorf. Der ist dann 850 Kilometer raufgefahren. Ich sage, Peter, kannst du bitte die Sachen mitnehmen und vor allen Dingen diesen Ofen. Nimm den Ofen mit. Ich sage, ja gut, okay. Ich sage, nimm den bitte sofort mit. Und der hat dann den Ofen und alles mitgenommen. Ja, und wenige Tage später, dann war der Ofen war trotzdem noch da. Ja, der war nicht weg für mich. Ja, der Ofen war noch da. Dann habe ich meinen Freund dann wieder angerufen, habe ich gesagt, du, ich sage, hast du den Ofen noch? Ja, den habe ich noch. Ich sage, gib den bloß nicht ab. Ich sage, ich komme vorbei und hole den Ofen wieder. Dann bin ich runtergefahren nach Oberstdorf und habe dann diesen Ofen abgeholt. Und dann bin ich zurückgefahren, war ja auch eine längere Strecke, gebetet. Und dann habe ich mir so ausgemalt, den werde ich jetzt den ich den geklaut habe, bringe ich den jetzt wieder. Das war ein alter Vermieter von mir, da hatte ich mal eine Halle gemietet, so mit meinen Autosachen. Und dann haben damals meine eigenen Leute bei mir eingebrochen, Einbruch vorgetäuscht und mich beklaut.
Und dann unter anderem wurde auch dieser Ofen dann geklaut, nur den habe ich geklaut. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt, habe meinen Vermieter beklaut. Ja, und habe dann die Schuld anderen in die Schuhe geschoben. Ja, und dann habe ich jetzt gesagt, jetzt bringst du den Ofen wieder und da gehst du jetzt in der nächsten Nacht, gehe ich da hin und dann lege ich den Ofen da und da draußen hin. Dann findet er den wieder und ist dann ganz glücklich, dass der Ofen wieder da ist. Ja, und wie Gott so ist, der Herr, der will, dass wir offen und ehrlich sind. Ja, und das ist siegreich für uns alle, für einen selber und gleichzeitig auch für andere Menschen. Und er hat mir dann wirklich ins Herz gegeben, sei kein Feigling, ja, stelle dich. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde da anschellen und werde mich stellen. Ja, und dann bin ich da vorbeigefahren und habe dann angeschellt und gesagt, ja, kennen Sie mich noch und so. Ja, und dann, ja, ich sage, ich habe da was für Sie, gucken Sie mal hier und so. Ach, der Ofen. Ja, und dann, oh, wo kommt der denn her? Ne? Ja, und dann habe ich ihm das erzählt, was ich angestellt habe. Eben, und das ist auch das Schöne. Ja, er hat mir dann, er hat eine Firma gegründet, auch eine sehr gut laufende Firma, und hat mir dann sofort den besten Job angeboten, sagt er, ich möchte dich einstellen als Geschäftsführer und so weiter, weil ihn das so berührt hat, dann irgendwie wohl diese Ehrlichkeit und alles. Ne? Also so geht's dann. Und so ist es wirklich bei Gott auch, die Erfahrung, die wir ja machen können, wenn wir ehrlich im Leben sind. Also Gott beschenkt uns. Ne? Und dann noch, was wichtig ist, ein Jahr nach dem konkreten Schritt meiner Umkehr, also konkrete Schritt meiner Umkehr, ganz klar Beichte und heilige Eucharistie. Ne? Beichte und heilige Eucharistie. Ja, wirklich die Sünden zum Herrn bringen, ja, und nicht zudecken weiter. Wirklich Beichte und Eucharistie. Das waren meine konkreten Schritte der Umkehr. Und genau ein Jahr später haben wir dann gebetet zur Mutter Gottes. Ich wusste das, aber ich habe da nicht dran gedacht, dass das genau ein Jahr war. Das habe ich dann später gemerkt. Und wir haben die Mutter Gottes angerufen. Und dann durfte ich sie sehen. Gott hat mir die Mutter Gottes gezeigt. Und zwar habe ich sie gesehen, wie sie kommt mit ihrem großen Mantel. Ja, wenn wir sie rufen, sie kommt wirklich, sie hört auf unsere Gebete. Und ich habe ihren Mantel gesehen, der ist so groß gewesen, als wenn man auf den Ozean schaut, ja, wirklich unendlich weit. Ich konnte das Ende dieses Mantels gar nicht sehen. Und dann ihre Schönheit kann man überhaupt gar nicht beschreiben. Ich war so ergriffen, dass ich sie gar nicht anschauen konnte. Mein Blick ist dann aber geführt worden, dass ich die Mutter Gottes anschauen konnte. Und eben, sie ist unendlich schön. Und vor allen Dingen denke ich daran, also ich habe jetzt vor dem Vortrag noch daran gedacht, ja, diese Schönheit, auch diese äußere Schönheit der Mutter Gottes, ist ein Zeichen ihrer inneren Schönheit. Ja, sie ist wirklich das Modell des erlösten Menschen. Sie ist wirklich unser Vorbild und unsere Hilfe. Und dann, wo ich sie gesehen habe, sie war gleichzeitig auf der Erde und doch im Himmel. Und ich bin dann praktisch emporgehoben worden und ich habe über der Mutter Gottes, habe ich dann im Himmel gesehen, wie alle Engel und Heiligen des Himmels über der Mutter Gottes eine riesengroße, eine endlos große Krone bilden. Ja, und ich habe dann eben diese Krone, habe ich von nahen auch sehen dürfen, ja wirklich einzelne Engel und Menschen und die sind im Himmel so schön, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Herr hat nicht übertrieben, was er uns darüber gesagt hat. Man kann ja sagen, es ist wenig, was Jesus uns gesagt hat über das ewige Leben, aber ich denke, es ist doch ausreichend und er will eben, dass wir ihm glauben. Und ich habe da oben keinen Traurigen gesehen, ja, kein langes Gesicht, keine Enttäuschung, sondern einer ist glücklicher als der andere. Jeder leuchtet wirklich wunderschön.
wie ein Edelstein. Jeder hat selber das Licht in sich, spiegelt dieses Licht und diese Schönheit Gottes wieder. Ja, da sollen wir hin. Ja, wir haben ein Ziel, das ewige Leben. Und die Mutter Gottes hilft uns dazu, dieses Ziel ganz sicher erreichen, indem wir wirklich Jesus ernst nehmen und wirklich das Evangelium leben. Die Mutter Gottes bringt uns kein neues Evangelium. Sie hilft uns, das Evangelium wirklich in der Tiefe zu entdecken, ja, als unseren Weg, als unseren Schatz. Ich habe das auch gerade so erlebt, eigentlich so die ersten Jahre dann meiner Umkehr. Das war ein Weg eigentlich nach innen, ja. Also ein Weg heraus aus der Welt und ein Weg nach innen, aber in sich selbst hinein, ja. Gott zu entdecken als wirklich den Schatz im Acker. Keiner ist uns so nah wie Gott, ne? Und man kann nur staunen, ja, wenn man wirklich sucht, ne? Wenn man wirklich, wir suchen Gott oft so weit weg, ja, wie ich auch vorhin gesagt habe, 100 Galaxien entfernt. Ja, und wenn wir dann Gott finden, ja, dann finden wir ihn so nah, dass wir uns eigentlich erschrecken können und vor allen Dingen eben so persönlich, ja. Als wenn Gott wirklich nichts anderes zu tun hat, hat er auch nicht, ja, als uns zu lieben, ja, und glücklich zu machen. Ja, früher habe ich auch so gedacht, das ist alles Massenabfertigung mit der Erlösung. Gott schaut auf die ganze Menschheit so, der kennt den Einzelnen gar nicht. Irgendwie so ganz primitives Denken. Ja, und heute kann ich wirklich bezeugen, es geht wirklich um jeden Einzelnen. Und Gott liebt jeden Einzelnen von uns mit ganz einzigartiger und persönlicher Liebe. Ja, Gott hat jeden Einzelnen von uns gemacht, geschaffen, ja, und zwar ganz einzigartig. Ja, keiner von uns ist wie der andere. Ja, jeder von uns ist einzigartig und ist ganz kostbar in den Augen Gottes. Ja, und ich habe ja auch gesagt eben, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, auch dass der Teufel hinter mir her ist. Ja, was will der von dir? Ja, aber wenn ich wirklich, wo ich die Liebe Gottes, ja, dieses Persönliche, wenn man das erlebt und wirklich sieht, wie kostbar der Mensch ist. Und deswegen will der Teufel, will jeden einzelnen Menschen, ja, will er Gott wegnehmen, weil er weiß, jeder Mensch ist eben ein Juwel Gottes, ja. Jeder Mensch ist geschaffen und berufen zur ewigen Herrlichkeit. Gott will sein Leben, sein göttliches Leben in Ewigkeit mit uns teilen. Ja, und der böse Feind hat das verloren. Ja, und er gönnt das keinem Menschen. Aber, das muss ich auch dazu sagen, wenn man dann so denkt, ach, das ist ja alles so schrecklich und so und mit dieser bösen Macht, ich kann heute aus eigener Erfahrung sagen, letztendlich auch der Teufel ist Diener Gottes. Ja? In seinem Hass, in seinem Stolz, in seiner Wut greift er uns Menschen an. Aber wenn wir wirklich zu Gott hin uns öffnen, dann treibt er uns, wie ich es ja eben auch erlebt habe, in die Arme Gottes. Wenn wir wirklich die Wahrheit suchen, wenn wir wirklich das Heil annehmen, ja, dann gereicht uns alles zum Guten, wie der Herr auch sagt. Die, die ihn lieben, gereicht alles, alles zum Guten. Ja, jedes unserer Leiden, unsere ganzen Kreuze, der ganze Alltag, all das Schwere, das uns begegnet, gereicht uns zum Guten. Ja, und der Böse kann in seinem Stolz, er kann das nicht kapieren. Ja, irgendwo weiß er es, aber er kann es trotzdem nicht erfassen, dass Gott, dass er damit letztendlich dem Heile dient. Und wir sind ja ganz reich alle an dieser Erfahrung, dass dieses Erdenleben eben nicht das Paradies ist auf Erden, wie es heute oft versucht wird zu machen und immer erklärt wird und wie ich das ja auch wollte. Letztendlich geht die ganze Menschheit, geht jeder einzelne Mensch auf diesem Weg, ja, den auch ich gegangen bin, nicht so direkt, wie ich das erlebt habe, aber der Mensch ist wirklich von Gott gerufen, der Mensch muss und kann und darf freiwillig umkehren, ja, jeder Einzelne, ja, und auch, Gott sei Dank, der Himmel führt uns zusammen, genauso wie ich früher zusammengeführt wurde mit gleichgesinnten Menschen,
Richtung Hölle, ja, bin ich heute zusammengeführt mit so Menschen wie euch, die den Weg zum Himmel eingeschlagen haben. Ja, und das ist wunderbar. Und da werden wir dann auch heute noch in einem anderen Vortrag noch ein bisschen drüber nachdenken. Eine Sache vielleicht noch, eben diese Erlebnisse mit der Mutter Gottes, die ich auch hatte, das war etwas, wo ich auch gesehen habe, ich muss da erstmal drüber schweigen. Ja, das kannst du keinem erzählen. Ich habe das damals auch versucht und habe dann gesehen, das bringt nichts. Und das musst du selber, musst das jetzt leben. Ja, ich habe gesehen, da wächst was, da reift was langsam. Die Mutter Gottes hat einen Plan, ja, und zwar einen richtigen. Und zum Beispiel, ich habe über das, was ich gesehen habe, eben mit ihr und alles, das war wie etwas, was ich mir meinem geistigen Auge, sage ich jetzt mal, meinem inneren Sinnen eingebrannt hat. Ne? Wirklich, ich habe jahrelang darüber nachgedacht, ja, das wirklich meditiert. Und vor allen Dingen eine Sache war da, wo ich dann, ich sag mal, so eine kleine Enttäuschung hatte vielleicht, die dann aber zu etwas Wunderbarem geworden ist, aber was ich erst wirklich nach mehreren Jahren Überlegung dann als wunderbar erkannt habe. Und zwar, das war, wo ich die Mutter Gottes gesehen habe, hat sie mich nicht angeschaut. Ne? Klar, sie hat sich mir gezeigt, Gott hat sie mir gezeigt, aber sie hat mir nicht in die Augen geschaut. Und das war etwas eben, worüber ich wirklich intensiv nachgedacht habe und nach Jahren dann erstmal dahin gekommen bin, wo die Mutter Gottes dann, wir haben sie gebeten, uns unter ihrem Mantel zu nehmen, wo wir damals, wo das war, dann habe ich gesehen, wie sie geschwebt ist an mir vorbei, an meiner rechten Seite und hat dann uns alle unter ihren Mantel genommen. Und das war auch ein physisches Erlebnis für mich, also meine Haare sind das ist, ihr Mantel ist richtig über meine Haare gestriffen, ich durfte das richtig spüren. Ja, und dann habe ich wirklich kapiert, eben hat der Heilige Geist mich das verstehen lassen, eben warum sie mich nicht angeschaut hat. Und zwar, sie hat an mir vorbeigeschaut, sie hat in die Welt geschaut, sie hat in die Richtung geschaut, in die sie dann geschwebt ist und ihr Mantel ausgebreitet hat. Ja, und die Mutter Gottes nimmt uns alle in ihre Sendung hinein, alle ihre Kinder. Ja, von uns ist jeder Einzelne ganz wichtig. Ja, da werden wir auch in einem weiteren Vortrag noch drüber nachdenken. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Die Köpfe qualmen, die Herzen brennen hoffentlich. Ja, Gott segne euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.